Drei Auftaktsiege zu Beginn für die Roten Teufel aus Ungarn. Ja, die letzten drei Spiele, die waren aber allesamt Niederlagen. Ganz anders bei den Roten Bullen aus Salzburg. Die haben zunächst dreimal verloren, jetzt aber die letzten drei Spiele allesamt gewinnen können. Der Kapitän, der kommt heute auch wieder zurück. Matthias Tratnik fühlt sich schon gut, aber noch nicht ganz in Form. Jedenfalls, Dan Ratushny sieht bei Red Bull Salzburg den Weg nach oben, während sein Gegenüber Rob Pellin seinen Jungs heute einen Sieg so richtig wünscht, wie er meint. Jedenfalls, Red Bull Salzburg legt wie gewohnt los und dann gibt es sehr frühen Torjubel. Auch das Torlicht geht an, aber Irrtum, der Puck, der war nicht im Tor. Dominik Heinrich, der schießt drüber. Kurze Zeit später gleich wieder die nächste Chance. In der Mitte ist es John Youth und der scheitert am Schoner des Torhüters, am Schoner von Zoltán Hetini. Das kann man hier ganz schön entdecken. Aber das erste Überzahlspiel für Red Bull Salzburg. Toller Schuss von Brian Connolly und dann ist hier Daniel Welser das 1:0 in der 14. Spielminute. Also für Red Bull Salzburg läuft alles nach Plan. Schöner Schuss und den Tormann hier zumindest gut die Sicht genommen. Der Treffer, der wird dann für Daniel Welser gezählt. Also im ersten Drittel, da hat seine Mannschaft nicht allzu viel zu melden gehabt. Und im zweiten, da sollte es eigentlich noch schlimmer werden. Schuss von der blauen Linie und dann ist der Puck wieder im Tor. Die 22. Spielminute, 2:0 für Red Bull Salzburg. Aber wer ist der Torschütze? Brad Sterling oder doch Ferriero? Kann man hier nicht so ganz ausmachen. Jedenfalls, während darüber noch diskutiert wird, fällt gleich das nächste Tor. Manuel Lattusa mit dem 3:0 in Minute 23. Lattusa hier perfekt von Cutlack bedient. Diese Chance lässt sich Lattusa nicht nehmen und Hetini hat hier keine Chance. Es geht in dieser Tonart weiter. John Hughes hier gemeinsam mit Sterling in Überzahl, aber jetzt ist Hetini am Posten und wie auch noch. Hier wirft er alles, was er hat, in den Schuss. Eine ähnliche Situation gibt es jetzt auf der Gegenseite. Auch hier eine Überzahl und die nutzt jetzt Robert Sapatki. Perfekter Anschlusstreffer, das 3:1 in der 32. Minute. Und das macht er richtig ohne Nerven. Hier findet er aber auch eine unmögliche Position. Schauen Sie mal, wie knapp der Puck hier unter dem Schoner von Kratschner durchgeht. Das muss man wohl auch mal schaffen. Und die Fans der Ungarn, die kann man tatsächlich an einer Hand abzählen. Jedenfalls geht es dann weiter für die Ungarn. Und plötzlich gibt es Toralarm. Die Ungarn jubeln jetzt mal. Und tatsächlich, wenn wir hier schauen, dann sieht man, viel fehlt da nicht. Jetzt rechts wird man den Puck sehen. Der ist aber nach ausgiebigem Videostudium nicht mit voller oder mit vollem Umfang über die Linie, daher kein Tor, es bleibt beim 3:1 für Salzburg. Jedenfalls die Ungarn stört das nicht. Hier kann aber Francis nicht treffen, dafür gibt es aber einen Stockschlag für Brian Fahey. Red Bull Salzburg also in Unterzahl. Und jetzt kommt es zu einem verheerenden Fehler von Zoltán Hetini. Der verliert jetzt den Puck aus den Augen. Er hat hier überhaupt kein Problem. Kyle Beach, der netzt völlig emotionslos in Unterzahl zum 4:1 ein. Die 39. Spielminute. Der Mann ist cool. Und auch dank ihm war das eine ganz klare Angelegenheit, das zweite Drittel für Red Bull Salzburg. Im dritten Drittel geht es eigentlich so weiter. Perfekter Pass von Lattusa. Dann ist plötzlich Fahey am Puck und er netzt zum 5:1 ein. 51 Minuten gespielt und das war, zumindest das war ein meisterlicher Spielzug. Red Bull Salzburg hat in diesem Spiel also ganz klar auch die Spielfreude wieder entdeckt. Und dieses Spiel endet so, wie es begonnen hat, nämlich mit einem Tor von Daniel Welser, der hier irgendwie Hetini erneut zum zweiten Mal an diesem Abend besiegen kann. 6:1 in Minute 57. Und hier sieht man dann auch, wie das geklappt hat. Hetini drückt sich den Puck selber über die Linie. Eine ganz klare Angelegenheit für Red Bull Salzburg. 6:1 gewinnen die Bullen gegen die Roten Teufel aus Ungarn. Ja, glücklich mit dem Sieg, aber in alle unsere, ich glaube, alle unsere Spiele versuchen diese Konstanz in 60 Minuten. We have to find ourselves.
Auf der einen Seite müssen wir uns derzeit schon noch etwas finden. Das ist nicht so leicht und es fehlen auch einige Schlüsselspieler. Vor allem deren Führungsqualitäten fehlen uns. Aber das müssen wir als Team lösen und das versuchen wir.